Auf einmal war es Liebe. Eine Dramini-Geschichte von Miss Sorceress. Es war ein schöner Sommermorgen und eine leichte Brise flog durchs Zimmer. Das Fenster war leicht geöffnet und die Vorhänge flogen im leichten Takt des Windes. Hermine, die noch seelenruhig in ihrem Bett lag und sich von der Sonne wecken ließ, vernahm ein Geräusch an ihrem Fenster. Uhu! Uhu! Hörte sie und stand auf. Eine Eule? Dachte sie und schüttelte verwundert den Kopf. Huhu, huhu, machte die Eule erneut, bis Hermine auffiel, dass sie einen Brief im Stapel hatte. Einen Brief? Fragte sie sich. Sie nahm den Brief aus dem Stapel und die Eule flog davon. Sie blinzelte. Ein Brief aus Hogwarts? Überrascht öffnete sie den Brief und war erstaunt. Als sie die Überschrift las, stieß sie einen kleinen Freudeschrei aus. »Einladung zum Klassentreff«, zitierte sie. »Sehr geehrte Miss Granger, Geschichten von Zauberei, Zaubertränke, alten Runen, Verteidigung der dunklen Künste und Quidditch.« »Ja, die Schule war ein schöner Ort. Schnell sind die Jahre vergangen, darum haben wir jetzt den Entschluss gefasst, ein Klassentreff zu organisieren. Nun liegt es an Ihnen, ob Sie diesen magischen Ort noch einmal betreten wollen. Falls dies der Fall sein sollte, lade ich Sie hiermit ein, genau heute in 2 Wochen noch einmal Ihre Schule zu besuchen. Mit freundlichen Grüßen, Minerva McGonagall, Schulleiterin.« Sie quietschte erneut bei dem Gedanken daran, all ihre Freunde wiederzusehen, die sie ewig nicht mehr sah. Gut, Harry und Ginny sah sie oft, aber Luna und Neville sah sie gar nicht mehr. Sie fragte sich, was die beiden wohl machten und wie es ihnen ging. Hermine legte den Brief auf ihren Schreibtisch, wo viele Bücher und Briefe lagen, die sie seit langem wieder gefunden hatte. Sie ging ins Bad und sprang unter die Dusche. Sie wusste, dass ihre wilden Haare nie schnell trockneten, aber für das gab es Zauberei. Nachdem sie sich ihre Haare gewaschen hatte, schnappte sie sich ihr Handtuch, wickelte es um sich und stieg aus der Dusche. Mit einer schwungvollen Handbewegung war ihr Haar trocken. Sie zog sich an, kämmte ihre Haare und band sie zu einem Zopf zusammen. Heute war Sonntag und gegen Nachmittag war sie mit Harry und Ginny verabredet, wie jeden Sonntag zum Kaffeeklatsch. Sie ging in die Küche und bereitete für sich Frühstück vor. Als sie überlegte, was sie essen könnte, legte sie ihren Kopf leicht schräg. Wie wäre es mit einem Müsli mit frischen Erdbeeren?«, überlegte sie. Sie nickte. »Ja, mit Orangensaft. Das ist das perfekte Frühstück heute.« Im Nu war das Frühstück zubereitet und sie ging damit auf ihren Balkon. Sie aß und las neben beiden Tagespropheten, wo nichts Neues drin stand. In Ruhe saß sie da und genoss die Sonne, die auf ihr Gesicht schien. Aber sie wusste, sie hatte noch ein bisschen was zu tun. Sie stand auf, räumte den Tisch ab und brachte es in die Küche. »Es ist viel zu tun. An die Arbeit«, sagte sie. Sie sah sich um und nickte zufrieden. »Fertig«, lächelte sie. Es war schon Mittag. Hermine hatte den ganzen Vormittag damit verbracht, den Haushalt zu machen, dass sie ganz die Zeit vergessen hatte. In einer knappen halben Stunde sollte sie bei den Potters sein. »So spät schon?«, wischte sie sich übers Gesicht. »Ich muss mich frisch machen.« Sie rannte ins Bad, machte sich schnell frisch. Sie wollte nicht zu spät kommen und lief so schnell sie konnte. Dort angekommen klingelte sie. Nach kurzer Zeit öffnete sich die Tür. »Hermine, schön, dass du da bist«, rief er fröhlich. »Ich freue mich auch«, umarmten sie sich. Harry bat sie rein und ging mit ihr zur Gartenterrasse, wo Ginny schon wartete. »Mine«, rief sie glücklich und umarmte sie auch. »Hallo Ginny, wie geht es dir und Harry?«, fragte sie. »Uns geht es gut«, antwortete sie. »Und dir?« »Mir geht es auch gut«, grinste sie. Hermine sah den gedeckten Tisch und den schönen Kuchen, der darauf stand. »Hast du den gebacken?«, fragt sie erstaunt. »Ja«, nickte sie. »Ein Rezept von meiner Mutter.« Sie machte ein überraschtes Gesicht, als sie das sagte. »Wow, Ginny, du überraschst mich immer mehr!« Ginny lächelte, als Harry mit dem Kaffee kam. »Hermine, willst du auch?«, fragte er. Hermine nickte. »Danke.« Ginny verteilte den Kuchen. »Sagt mal, habt ihr auch schon einen Brief von Hogwarts bekommen, mit einer Einladung zum Klassentreffen?«,
fragte sie neugierig. Harry sah Hermine an und grinste. »Ja, heute Morgen gleich«, antwortete er. Ginny lächelte vergnügt, als sie daran dachte, wieder nach Hogwarts zu kommen. »Wir gehen doch alle zusammen hin, oder?«, fragte sie fröhlich. »Na klar«, riefen sie im Chor. »Es ist lange her, dass wir alle gesehen haben. Seit der Schlacht von damals hat sich viel verändert. Ich freue mich, sie wiederzusehen.« »Bis auf einen«, sagte Hermine. Harry sah sie an und wusste genau, von wem sie redete. »Du meinst Malfoy, oder?«, hakte er nach. Bei diesem Namen gefror ihr immer noch das Blut in den Adern. Sie sah ihn wütend an und zischte, »Malfoy!« Ginny sah Harry wütend an, was er gar nicht an Ginny mochte. »Musste das jetzt sein, Harry?«, sagte sie verärgert. Harry senkte den Blick und atmete tief ein und aus. »Ginny, Schatz, es ist jetzt 19 Jahre her, dass das alles passiert, und ich weiß nur selbst zu gut, wie schwer diese Zeit war. Aber wenn ich meine Feindschaft zu Draco ablegen konnte, könnt ihr das doch auch, oder? Es ist Vergangenheit, und Menschen ändern sich.« Sie musterten ihn misstrauisch bei dem Gedanken daran, dass sich Draco Malfoy niemals ändern würde. Harry konnte ja verstehen, dass sie so dachten, aber er wusste es besser. Seit seiner Arbeit als Auror im Zauberministerium hatte er nie wieder einen negativen Eintrag von den Malfoys gesehen. Was Draco getan hat, hatte er aus Angst getan. Wer weiß, wie wir gehandelt hätten, wenn uns das passiert wäre. Keiner kann sagen, er hätte es nie getan. Er hat seine Fehler rechtzeitig eingesehen. Ginny sah ihn an und wusste, dass gerade Harry den besten Blick auf die Lage hatte und wusste auch, dass er etwas gesagt hätte, wenn was passiert wäre. »Du meinst, er hat es seinem Vater zuliebe gemacht?« Er sah sie an und nickte. »Genau, aus Angst seinem Vater könnte was passieren. Ihr wisst ja, wie die Malfoys zum Voldemort standen. Er hätte Lucius ohne zu zögern umgebracht, wenn Draco sich geweigert hätte«, erklärte er ihnen. Die beiden sahen sich an und nickten leicht. »Wo er recht hat, hat er recht«, dachten sie. Ginny überlegte, wie sie das Thema wechseln konnte, und ihr fiel das Klassentreffen wieder ein und das Shoppen dafür. »Naja, Themawechsel. Wie sieht es aus? Gehen wir nächste Woche shoppen, Hermine?«, fragte sie. »Ich bin dabei, Ginny. Wir können am Dienstag, wenn es dir da passt«, antwortete sie. Ginny nickte mit einem breiten Grinsen. Hermine grinste zurück, aber ihr Grinsen verzog sich zu einem traurigen. »Was ist los, Mine?«, fragte sie besorgt. Hermine senkte leicht den Blick und atmete aus. »Wie geht es eigentlich, Ron?«, fragte sie zögernd. Harry und Ginny sahen sich an. Es waren 2 Jahre vergangen, nachdem Hermine Ron mit einer anderen erwischt hatte. Seitdem herrscht Funkstille zwischen den beiden. »Wir haben nichts weiter von ihm gehört, nur dass es ihm soweit gut gehen soll«, sagte Harry. Hermine sah ihn an und wusste nicht, was sie sagen sollte. »Es tut mir leid«, sagte sie kläglich. Ginny nahm ihre Hand und legte sie auf die von Hermine. »Es ist nicht deine Schuld. Schließlich hatte er dich betrogen und nicht du ihn. Er hatte missgebaut und muss dafür gerade stehen. Ich hätte ihm das auch nicht verziehen, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre«, sagte sie ruhig. »Sie hat recht, Hermine«, nickte Harry. Hermine lächelte beruhigt. »Wisst ihr, ob er eine neue hat?«, erkundigte sie sich. »Soweit wir wissen nicht, er hängt noch an dir«, gab Ginny zurück. So verging die Zeit und es wurde spät. Hermine vergaß ganz und gar die Zeit. Sie sah auf die Uhr. »So, ihr Lieben, ich muss dann mal los, muss morgen wieder früh raus«, sagte sie. Harry und Ginny brachten sie zur Tür und verabschiedeten sich. Hermine ging auf den schnellsten Weg nach Hause. Zu Hause angekommen, ging sie schnell duschen und legte sich gleich hin und schlief ein.